Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, das Radverkehrskonzept der Karlstadt Kassel ist ein erster Schritt. Diesen begrüßen wir und wir sehen zugleich auch die Notwendigkeit, diesem Schritt weitere Folgen zu lassen. Die Ausgangssituation verdeutlicht, denke ich, zugleich auch die Schwierigkeit an der ganzen Sache, nämlich die einer in den 50er, 60er und 70er Jahren erfolgten grundlegenden, fehlgeplanten, automobilfixierten Verkehrsinfrastruktur, eine Fahrradinfrastruktur überzustülpen, ohne dabei allzu vielen Leuten weh zu tun. Ich glaube, das wird uns an Grenzen führen. Hier werden wir heute ein Radverkehrskonzept beschließen, auch mit den Stimmen meiner Fraktion, und wissen zugleich im Prinzip, dass es in 10 Jahren Makulatur ist. Und wahrscheinlich deutlich früher sogar als in 10 Jahren. Wir können uns diesen automobilfixierten Verkehrswahn in dieser Form nicht mehr leisten. Das zeigen Fridays for Future-Proteste, das zeigen die Auswirkungen des Klimawandels, die jetzt bereits spürbar sind. Das zeigt all das, was wir momentan erleben an fehlgeleiteter Verkehrspolitik, an NO2- und CO2-Werten, die auch durch den Automobilverkehr hervorgerufen werden. Und ich glaube, wir müssen den Stadtverkehr der Zukunft uns als etwas neu konzipieren, in dem das Automobil eine deutlich geringere Rolle spielt, als es heute der Fall sein wird. Und zwar unabhängig davon, ob es jetzt mit Verbrennungsmotoren ist oder auf der Basis von Elektromobilität. Ja, es wird auch noch Autos geben, aber nicht mehr in diesem Ausmaß wie bisher. Wir müssen deutlich stärker setzen auf den massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und des Rad- und Fußverkehrs. Hierzu bietet das Radverkehrskonzept der erste Ansätze. Und mir hat dieser Begriff von Herrn Gröling durchaus gefallen, der das sozusagen als Baukasten beschrieben hat. Aber es ist eben nicht der große Wurf. Der wird noch kommen und der wird politisch hier heiß gekämpft sein. Aber darauf bin ich sehr gespannt. Ich will mal nur mal kurz erwähnen, ich habe mal vor einer Weile, vor längerer Zeit schon, ein Foto gesehen, das mir der Ortsvorsteher von Nordholland, Hannes Volz, mal gezeigt hatte, von der Holländischen Straße 1961. Es war eine tatsächlich in jeder Fahrtrichtung einspurige Straße. Und was sich da leben kann, war ein Radweg. Und es gab eine intakte Bebauung, eben nicht mit diesen ganzen Autohäusern und barackenförmigen, weiten Flächen, sondern es war tatsächlich auch noch Altbausubstanz da. Und daran ist für mich eigentlich erst so richtig deutlich geworden, dass es eben nicht nur die Zerstörung weiter Teile Kassels während des Zweiten Weltkriegs, sondern auch eine völlig irrsinnige Verkehrsplanung der 50er und 60er Jahre beim Wiederaufbau war, die diese Stadt und ihre Verkehrsinfrastruktur derart aufs Auto zugerichtet wurde, dass andere Verkehrsteilnehmer hier bis heute als Verkehrsteilnehmer zweiter und dritter Klasse behandelt werden. Das müssen wir grundlegend ändern und ich hoffe, das ist natürlich auch der zentrale Haken an diesem Konzept, ich hoffe, wir werden die Ressourcen zur Umsetzung dieses Verkehrskonzepts bekommen. Und das wird nicht nur in harten Verhandlungskämpfen, sondern auch in anhaltend starken sozialen Bewegungen wie Radentscheidungen in fahrradpolitischen Verbänden notwendig sein, das auch dauerhaft zu erkämpfen. Und auf diese Auseinandersetzung freue ich mich und denke, da haben wir noch einiges vor uns. Danke.